Mahlzeit moin, Freunde der Unterhaltung. Heute gibt es wieder ein Video und zwar, ihr seht, wir haben wieder unseren Kittel an. Stefan organisiert gerade das dafür vorgesehene Kfz, wo wir bei wieder einmal nicht wissen, was es für ein Kfz wird. Plan ist es heute, wir wollen testen, ob man anstatt Motoröl mit Kerzenwachs fahren kann. Da steht die Kerze, das sind gesegnete Kerzen, ja. Die haben wir nicht von irgendeinem Grab runtergemopst, auch wenn sie vielleicht so aussehen. Hier ist, ne, zum 75. Ich weiß nicht, ist das Geburtstag wahrscheinlich, ne? Ist alles nur das feinste Werks hier, ne? Das sieht aus wie 85 sogar. Das wird wahrscheinlich irgendein Taufkerzen sein oder so. Ja, hier war ein ganz gesegnetes. Mhm. Ja, und dann noch ein paar andere. Ja, jetzt ist natürlich immer die Frage, ne, so kriegen wir den da schlechter rein. Jetzt haben wir hier so ein schönes, tolles, altes Ölbehältnis aus Metallblech. Worin es jetzt gilt, diese Kerzen einzuschmelzen. Ronko, bist du beim Chinesen? Na, du isst den Chinesen, ne? Ja, hab ich mir gedacht. Dein Auto ist ja jetzt schon kaputt. Bevor du überhaupt angefangen hast, das Video. Oh ja, jetzt ist es richtig kaputt. Wir haben ein schönes Auto. Jetzt kannst du direkt drauf fahren, Ölwechsel. Euer Ölwechsel will ich nicht haben. Warum das denn jetzt nicht? So, jetzt kriegen wir natürlich nicht alle Kerzen wieder einmal da rein. Jetzt gehen wir natürlich in die sichere Zone, wo wir den einmal kontrolliert abbrennen können. Ach, Stefan? Ja. Stefan, ich vermute, der möchte das Motorenöl warm fahren. Auto muss ja warm sein vorher, ne? Aber ich will den schön warm haben, damit das gleich nicht beim Reingießen wieder fest ist. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen beim Erhitzen dieses Wachses, weil es brennt ja auch irgendwann selbst. Danger, ja. Stefan! Da ist ein Brenner dran, der wieder. Wolltest du nicht deine Beinhaare entfernt haben? Können wir machen! Geht schnell! Max, den Kurt. Und zack, genau. Also bis jetzt, da wir ja neutral sind, muss ich sagen, dass das ein bisschen schwierig ist, weil eine Person muss das Öl schon mal ablassen, währenddessen die andere das schon mal vorbereitet. Und man hat dafür nicht viel Spielraum, bevor das wieder fest wird. Aber wir sind dabei, noch ein Additiv zu entwickeln, dass das für eine Lifetime-Füllung hält. Das ist eher ein, Kalt ist, nein, ne? Das ist für den Motor ist das ein Sommeröl, aber fürs Getriebe ist das ein Winteröl. Also Mehrzwecksöl. Aber vielleicht hält es ja bei uns die Lebensdauer dieses Autos. Aber davon gehe ich mal aus. Oh, bin gekackt. Ist jetzt warm? Nö. Überhaupt nicht. Ist ganz kalt. Ah ja, wie ihr seht, Bronco lebt immer noch. Haben wir irgendwo einen Metalltrichter? Chinese? Chinesisch? Aber ist ja nichts daneben schütten, ne? Das ist abge. Man muss das bis da hinten hinkommen. Sehr, sehr, sehr kostbar. Außerdem ist das geweiht. Ich hör mal, Hunde. Hier zurück. Luna. Hier ist ganz gefährlich. Danger Zone. Lauf. Wie findest du das jetzt so von der Handhabung? Also bis jetzt ganz gut. Schön flüssig. Also bis jetzt. Oh. So was sagen können. Aber die Doktor sind auch da. Oh. Also ich glaube, eigentlich ist es, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, weil das ja auch relativ ölig ist, ja. Aber dafür machen wir ja dieses Video, um das herauszufinden. Wir müssen jetzt Motortemperatur und Kerzenwachstemperatur müssen sich jetzt erst ausgleichen.
Das braucht so ungefähr 3 Minuten. So lange brauchst du? Maul. Sagt halt der immer 10 Minuten in seiner Flasche rumnuckelt. Oh. Noch ein Minuspunkt. Man darf dieses Gericht nicht mal anrichten an dem Auto. Na. Das war übrigens das Zeichen, dass die Bierlänge auf ist. Ganz lustig, auch einen Kaltstart zu machen, ne? Ja. Aber schaffen wir heute nicht. Nö. Heute nicht mehr. Aber noch richtig den ersten Gang. Aber ich glaube, weil das ist ja eigentlich Öl, ne? Kerzenwachs? Wachs doch, ist so eigentlich was Öliges. Keine Ahnung, ja. Aber deswegen denke ich mal, dass wohl eigentlich ganz gut schmiert. Offensichtlich. Nur, das ist, glaube ich, wenn Wachs kalt ist, ist das so wie Waxing. Das tut sehr weh für den Motor. Das reißt ihm alles ab. Ja. Was jetzt? Also mit 400 Umdrehungen hat er immer noch Öldruck. Also so schlecht kann das gar nicht sein, dieses Zeug. Das ist der vierte. Oh, das war 250. Nein. Die Batterie ist kaputt. Okay. Ja, weiß ich nicht. Eigentlich kann man jetzt nicht mehr viel machen, oder? Oder nochmal im Stand nochmal ein bisschen. Könnte das vielleicht von dem Testergebnis verfälscht werden? Langweilig! Ja, dann würde ich sagen, bis von Muren.
bis jetzt. Erstaunliches Ergebnis, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass Kerzenwachs jetzt unbedingt diese Schmiereigenstoffe mit sich bringt, die so ein Motor aber braucht. Aber wir sind ja guter Dinge, dass im Kaltverhalten, wenn der Wachs dann irgendwann mal richtig schön fest ist, das Auto dann irgendwann wirklich nicht mehr möchte. Und dazu werden wir das jetzt schön runterkühlen lassen. Wir werden jetzt bis morgen dann durchsaufen und gucken dann, ob er kalt genug ist. Kann mal einer sagen, dass mein Kittel raushängt? Wenig lustig. Oh Mann. So, dann mal einen saufen, oder? Ja. Ich würde sagen, dann bis morgen. Ciao. Und wir werden uns jetzt gemütlich nur einen naschen. Naschi. So, einen Tag später, Wetter hat sich auch so ein bisschen geändert. Kleidung habe ich auch an. Ja, wollen wir jetzt mal ausprobieren, ob das Auto wieder anspringt. Oder anspringen wird es bestimmt, aber vielleicht ist der jetzt ein bisschen schneller kaputt. Diese schöne Powerbank ist natürlich unten wieder verlinkt. Wenn ihr die auch haben wollt, kann ich nur empfehlen. Mit solchen Sachen ist das Ding immer schön. Für kleinere Trecker auch. Für dicke Sechszylinder. Riss! Der andere kriegt doch gar nicht. Aber Strom ist da. Auch gut Strom. Kommt man da irgendwie dran? Nö, natürlich nicht. Ja, Auto ist leider kaputt. Kann doch jetzt nicht sein, oder? Voila. Wenn wir den Bus anstellen, einmal anschieben. Ja. Dreht der nicht mal? Nö, null Umdrehung. Ups. Vorwärts, rückwärts, alles. Ich glaube, damit haben wir das Auto doch jetzt wohl geschafft. Ja, wie kann das denn jetzt auf einmal? Ja, weil überall ist ja das schöne Wachs dran gewesen. In jedem beweglichen Teil, was eigentlich geschmiert wird. Und ist jetzt fest geworden. Und wie jeder weiß, Wachs ist verdammt fest ja eigentlich, wenn das kalt ist. Und jetzt ist es ja wirklich sehr kalt. Können vielleicht im nächsten Video einmal ausprobieren, wenn wir den Motor erhitzen, ob der dann wieder anspringt. Ging jetzt auch nichts, ne? Nö, immer noch gar nichts. Ja, wie ihr jetzt vielleicht gesehen habt, war das Ganze irgendwie doch nicht so viel gebracht. Denk mal wirklich, das Problem ist, Wachs kennt ja jeder, wenn es kalt wird, ist es natürlich steinhart. Und bei diesen Temperaturen, ist das halt doof in schmierende Teile oder bewegliche Teile, würde ich mal so sagen. Also wenn ihr das sehen wollt, wie wir den wieder gängig bekommen oder wenn ihr noch Ideen habt, wie wir das machen sollen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten schubst du das Auto einfach in den Container. Könnt ihr jetzt entscheiden.